Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig, wenn ihr euch für die Themen Börse, Investment und Trading interessiert. Heute, es ist wieder mal soweit, ein Monat ist rum, neue Zeitung ist gekommen und zwar das, ihr seht es hier, Traders Magazin und deswegen heute mal wieder ein Blick hier rein, ein Traders Review. Was steht Neues drin, was fand ich interessant und worüber reden wir? Also, in der aktuellen Ausgabe des Traders gab es zum einen mal ein Sonderheft. Und zwar Trading als Teilzeitberuf Special oder Spezial. Naja, Trading als Teilzeitberuf, dazu vielleicht nur eine kleine Anmerkung von mir. Natürlich gibt es sehr, sehr viele und auch ich habe so angefangen, dass man neben seinem eigentlichen Beruf, also seinem quasi Hauptberuf, noch an der Börse investiert oder dass man tradet. Ganz wichtig ist aber allerdings eins. Hier wird sehr viel beschrieben über Techniken und Strategien und so weiter und so und so fort. Das Wichtigste ist aber, dass man hier das richtige Neudeutsch-Mindset hat, dass man eben nicht sagt, naja, das mache ich mal so nebenbei. Weil Börse ist nun mal so, das kannst du nicht einfach so nebenbei machen, zumindest nicht von der mentalen Einstellung. Also wenn du sagst, ich gehe nebenbei irgendwie kellnern, dann ist das nichts gegen Kellner, ne? Also das ist ein ehrbarer Beruf, aber dann ist das nichts, wo du sagst, da muss ich mich jetzt extrem darauf fokussieren, genau wie meinen Hauptjob. An der Börse ist es anders so, du musst extrem fokussiert sein auf das, was du da tust. Warum? Weil es nun mal tausend andere gibt, die extrem fokussiert sind und die dir sonst dein Geld wegnehmen. Ne? Um nochmal diese Analogie mit dem Kellner zu machen, also ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu viele böse Kommentare. Da gibt es nicht tausend Mann, die sagen, ich bin jetzt so viel ein besserer Kellner, nehm dir deinen Job weg. Hier ist es allerdings so, wenn du an der Börse mit einer nebenberuflichen Einstellung rangehst, dann ist dein Geld schneller weg, als du schauen kannst. So, deswegen, ich habe mir das auch gar nicht so in der Tiefe angeschaut. Allerdings eins fand ich interessant und das will ich euch ganz kurz zeigen. Ich finde sowas bemerkenswert und zwar, hier drin ist ein, wo habe ich ihn jetzt hingemacht, hier drin ist ein Test. Und genau, und dieser Test, machen Sie den Selbsttest, wie viel Risiko vertragen Sie? Und ich bin ja eher nicht so ein großer Fan von solchen Tests, weil es ist mir immer wieder schleierhaft, wie sowas funktionieren soll, dass man hier 10 einfache Fragen hat und danach oder daraus soll man seine, zum Beispiel jetzt in dem Fall seine Risikoorientierung herausbekommen. Und da sind dann zum Beispiel so Fragen dabei, ohne Helm Fahrrad fahren, kommt das für Sie in Frage? Und dann 4 Antworten dazu. Das Erstaunliche ist aber, ich habe natürlich aus reiner Neugier diesen Test gemacht und jetzt kommt Folgendes raus, nämlich Auswirkungen Risikotypen und da steht bei mir ertragsorientiert, Sie denken ertragsorientiert, bla bla bla, Sie sind bereit ein moderates Risiko einzugehen und auch Drawdowns durchzustehen, wenn damit die Aussicht auf attraktive Renditen verbunden ist. Ja, gleichzeitig lassen Sie Ihr Portfolio nicht tagelang unbeobachtet und sind bereit für regelmäßige Anpassungen. Und das ist doch verrückt. Das trifft es halt. Ne? Also ich bin wirklich ertragsorientiert. Ich habe ja so diesen Schwenk geschafft vom reinen, das Portfolio muss immer größer werden, mehr zum Cashflow hin. Und also erstaunlich, wie man das mit 10 Fragen übers Fahrrad fahren, ob ich dabei einen Helm aufsetze oder nicht, wie man das rausbekommt. Also macht das mal, das ist ein kleiner Spaß, aber es soll ja auch Spaß machen, was wir machen. So, dann das eigentliche Hauptheft. Also das ist die Ausgabe Oktober 2016. Und dieses Mal, ich gebe dann gerade das Zeichen, ich soll es euch richtig zeigen. Also hier, ne, so schaut es aus. So sieht das Ganze aus. Ihr seht es auch hier, wir werden übrigens nicht gesponsert, sondern wir müssen das bezahlen. Ne? Also wir sind Abonnenten. Und mir sind in diesem, allerdings diesmal nur 2 Sachen aufgefallen, die ich wirklich für interessant halte. Ein Interview mit Ronan Ryan. Der hat die IEX mitgegründet und wer sich mit dem Thema High-Frequency-Trading schon einmal beschäftigt hat, da gab es auch, glaube ich, schon mal eine Buchvorstellung von uns, die Flash Boys, haben wir, glaube ich, hier im Kanal gemacht und vielleicht früher noch im Trader machen, falls nicht, schreibt mir es in die Kommentare, kann ich euch das Buch gerne nochmal vorstellen. Und da geht es unter anderem um diese IEX, das ist eine Börse, und zwar The Investors Exchange, das ist eine Börse, die ganz bewusst die Order-Platzierung etwas verlangsamt,
350 Millisekunden, das ist weniger als ein Wimpernschlag, und damit aber die Hochfrequenzhändler draußen hält, und die ist wohl jetzt als offizielle Börse zugelassen worden. Kleines Interview, also es ist nur eine knappe Seite, aber wer sich für das Thema High-Frequency-Handel, Hochfrequenzhandel interessiert, der sollte das mal lesen. Und als letztes, das steht nämlich schon hier fast auf der vorletzten Seite, und zwar eine Kolumne von Jay Matro. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber das spielt keine Rolle, denn er hat was Interessantes geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, dass man sich eben im Trading, ich fasse es mal ganz kurz ein bisschen zusammen, ja nicht immer zwingend darauf auf den einzelnen Trade konzentrieren soll, sondern wie habe ich diesen Trade durchgeführt und was bringt er mir langfristig? Und er hat da hier vier. Er hat hier vier Arten von Trades aufgeführt und die lese ich euch ganz kurz vor, nämlich Trade Nummer 1, Prozess eingehalten und gewonnen, sehr gut. Klar, ne? Wir haben einen Tradingplan, wir halten den ein und gewinnen, super. Dann zweite Art von Trade, Prozess nicht eingehalten und gewonnen, Glück gehabt, aber unser Gehirn gaukelt uns vor, wir wären großartige Trader. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Habe ich auch schon mal darüber gesprochen, ist auch beim Optionshandel zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ist mir selber mal passiert. Du machst Fehler und wirst für diese Fehler noch belohnt. Du glaubst, du bist der Allergrößte. Die Folge dessen ist, dass du, wenn du sowas öfters machst und dieses Gefühl sich bei dir durchsetzt, naja, ich kann ja alles, ich kann meine Regeln verletzen, ich kann auch mal ein bisschen größer traden, als es eigentlich Sinn macht, dass du über kurz oder lang wahrscheinlich dein Konto sehr, sehr stark minimieren wirst. Also wichtiger Punkt, ne? dass man das versteht. Dritter Trade oder Art von Trade, Prozess eingehalten und verloren. Da steht jetzt hier in Klammern, das kann unser Gehirn gar nicht verstehen, denn wir haben doch alles richtig gemacht. Das ist das, was die Markttechniker immer unter einem fachlich korrekten Minus-Trade benennen. Auch eine schwierige Sache, gerade für Anfänger, weil sie sagen, ich habe doch alles richtig gemacht, am Ende habe ich jetzt trotzdem Geld verloren, muss ich denn jetzt nicht irgendwas anders machen? Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man versteht, nein, man muss wirklich jeden Trade immer gleich machen nach seinen Regeln. Und wenn er eben dann mit einem Minus endet, dann ist das auch kein Fehltrade. Ne? Viele sagen, ah, ich habe einen Fehltrade gehabt. Nein, du hast keinen Fehltrade gehabt. Du hast einen richtigen Trade gehabt. Und dass er Minus endet, liegt nicht an dir, sondern das ist einfach das Spiel. Das gehört einfach dazu. Wir haben nun mal keine Trefferquote von 100%. Niemand, auch die, die es behaupten, haben das nicht. Und deswegen sind solche Trades am Anfang schwer zu verstehen. Es kommt aber extrem darauf an, dass man sagt, jawohl, ich habe alles richtig gemacht und ich mache es beim nächsten Mal wieder so. Und die vierte Art von Trade, Prozess nicht eingehalten und verloren, diese Trades gilt es auszumerzen. So, ganz klar, ich habe irgendwelchen Blödsinn gemacht, habe dadurch Geld verloren. Das begreift man dann auch relativ schnell, dass das eben nicht der Weg sein kann. Und er schlägt jetzt hier eine interessante Idee vor, nämlich, oder hat eine interessante Idee, dass man sagt, man macht zum Beispiel einen Kalender. Und das Einzige, was man sich vornimmt, ist jetzt nicht, dass man sagt, ich muss jetzt morgen Geld verdienen, also für die Daytrader oder für die längerfristigen, ich muss jetzt so und so viel Geld diesen Monat verdienen oder in der Woche, sondern dass man sagt, mein einziges Ziel ist es, die richtigen Trades zu machen. Das heißt, in dem Falle wäre das hier die Trades von der Art 1 und 3, also Prozess eingehalten und gewonnen und Prozess eingehalten und verloren. Und dann sagt er, so was Simples, Visuelles machen, immer wenn ich alles richtig gemacht habe, grünen Punkt an den Kalender kleben, immer wenn ich was falsch gemacht habe, roten Punkt an den Kalender kleben. Und da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, das ist doch alles Gigifax und das ist doch alles so, Nein, das hilft. Das sind wirklich Dinge, die extrem helfen am Anfang, wenn man sich noch unsicher ist. Und jeder am Anfang ist sich unsicher. Warum? Weil die Erfahrungen fehlen. Und die Erfahrung kannst du nun mal nicht durch Bücher lesen und so weiter ersetzen, sondern die musst du erfahren. Und das braucht halt einfach Zeit. Und deswegen musst du am Anfang vor allem an einem arbeiten und das ist eben dein Kopf. Und da helfen diese kleinen visuellen Spielereien ganz gut. Deswegen, für mich persönlich hier das wirklich eine schöne Kolumne, schnell gelesen, aber mit viel, viel Wahrheit drin, hat mir gut gefallen, weil man sich da wirklich was rausnehmen kann und hat mich so ein bisschen an mich erinnert. Ich habe das nämlich auch dann mal gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt konzentrierst du dich nur noch darauf, dass du sagst, war das heute ein guter Trading-Tag? Ja, nämlich dann, wenn du sagen kannst, du hast dich an deine Regeln gehalten. Und wer sich das jeden Tag fragt, wer nicht schaut, wie sieht meine P&L aus, der wird sich definitiv sehr, sehr stark im Trading verbessern. Dann ist es nämlich nicht mehr so wichtig, ob man gewinnt oder verliert. Das kommt nämlich dann mit der Zeit von alleine.
So, das war's diesen Monat für das Traders Review. Wie gesagt, jetzt nicht so ganz so euphorisch wie beim letzten Mal mit dem Interview, aber trotzdem nicht schlecht. War eine kurzweilige Lektüre, hat man schnell durchgeblättert und mehr erwarte ich dann davon auch gar nicht. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen positiven Gedanken und darauf kommt es an. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video mit einer Frage rund ums Thema Börse, Investment und Trading. Wir sehen uns, euch viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.